Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir sind hier auf dieser Blutmondinsel und hatten Und gerade gucken uns gekämpft, um, wie immer. und hier gab es einen Überfall, Ja. und da steht ein Geist. The spirit of a black ring defiler swings her ghostly blade at invisible foes. Aha. She turns and shouts to unseen comrades. Her voice is a guttural snarl, ruined by the effects of death fog. Aha. Go, find the druid. We need to find out what he knows. I'll hold these things off. She turns back and cleaves her sword through the air. It makes contact with something. The echo of a bestial roar catches your ear. Na gut. Da passieren Sachen, die sehen wir nicht. Na gut. Naja, ich schätze mal, das ist auch Vergangenheit, oder? Tja, vermutlich. Geht's denn so, hier ist dieser Todesnebel. Ja. Das ist noch ein Kämpfer des Roten Rings. Ja. Die sind alle leer, glaub, die sind diese alle Gelben. Leer, ja. Aber hier ist eine Truhe. Naja, na gut. Stiefel, aber der Haltrank. Wir wollen uns nicht beklagen, die kann man verkaufen. Nicht zu verachten. Genau. Da fällt mir was ein. Finn hat ja keine Getränke mehr. Alles ausgelutscht und ausgenascht. 16 ist ein bisschen viel, hä? Ach so, Fame? Ach so. Braucht er nicht an Gift? Fame geben. Oder macht er aus diesen Tränken auch Gifttränke? Ach, aber nicht alle. Aufteilen. 8, ja, passt. So, die kann's wieder zurückgeben. So, und die hier müssen wir erstmal mixen. Ansonsten sind sie für Fane ja ungenießbar. Genau. Ach Mann, das ist echt blöd gemacht. Reg dich ab. Die Herstellung ist manchmal wirklich bescheuert. Mach's besser. Kannst dich ja mal melden und kannst sagen, du hilfst und zeigst ihnen, wie es besser geht. Ups. Wo ist das Teil jetzt wieder? Da ist das Teil. So. Jetzt müsste's besser gehen. Jetzt nehme ich das. Und das, da braucht man hier nicht in dem ganzen Chaos zu suchen. So, das müsste erst mal reichen. Finn, Flaschen, hier, da, rein damit. So, jetzt hat nämlich er auch Fane wieder Heiltränke. Ist ja nicht unwichtig, ja? Ja, natürlich nicht. So, wie kommen wir denn da rein? Kommen wir da überhaupt rein? Sollen wir sehen. Da ist jemand drin. Dann gehen wir mal rein. So, waren wir noch nicht drin? Da kommt das Ding hier, der Käfig nicht, so bekannt. Ich wüsste. So ja, hier draußen, die Käfige, so, die hier wir sind schon draußen gesehen, weiter rumgelaufen. Aber okay. Hier drin waren wir noch nicht. Na gut. Noch, mit dem haben wir gesprochen, der saß auf der Toilette. Dieser Geist des Elfenpilgers. Haben wir mit dem gesprochen? Ja. Ist das der Druide? Weiß nicht, ob es der Druide ist. How can you bear it? The spirit cocks his head and covers his ears, hoping to muffle screams that only he can hear. Das sieht genauso aus wie der. Das ist der Druide. Ja, ja. Danke. Dann haben wir doch mit ihm gesprochen. Tja. Haben wir. Was liegt denn? Ja, eine Kerze. Eine Kerze. Ja, ja genau. Genau. Ja, ja, ja. Man sitzt aber nicht auf der Toilette, aber es sieht aus wie eine Toilette. Ja. Keine Ahnung, was ist. Auch eigentlich ziemlich egal. Aber witzig wäre es dann. Ja, so. Das ist der, den. Mit der haben wir gerade gesprochen. Was ist das hier? Ja, sieht eklig aus, aber. Oh ja. Was soll's? Wir nehmen Schätze auch, wenn sie. Ein verdorbenes eklig Gelege, ach aussehen. So, ja. Ach,
da ist es. Wir machen diese verdorbenen Gelege grundsätzlich kaputt. Na gut. Einfach, weil wir es können. Das haben Sie ja nett dekoriert hier. Ja, doch. Es ist eine hübsche Gegend. A slaughter. What happened to them? Ein Blutbad, ja. Was ist hier passiert? Wo? Tja, gute Frage. Tja, ist hier irgendwo kein Blutbad? Was ist das? Irgendwas zum Angucken. Ja. Oh ja. Danke. Knochenöl sein hier überall, ja? Tja, hier sind überall Leichen. Oh, eine ausgesprochen freundliche Gegend. Hier wollte ich auf jeden Fall Urlaub machen. Ein Blutkokon. Ja. Ein Konkon. Ein Kokon heißt es natürlich und nicht Konkon. Die Spinne lässt grüßen, hä? Ja. Da hat sich jemand Nahrung aufgehängt, oder? In dem Fall ist er schon weg. Hat ich den schon? Knochen ist übrig geblieben, nein, drin. Danke. Schön. Nicht erreichbar. Steinpilze, die sind ja bestimmt besonders vollmundig. Die Steinpilze, ja. Die munden voll gut. Können wir ja gleich mal was kochen. Hä? Ja. Obwohl ich muss sagen, wir haben gerade was gegessen. Ich bin ganz satt. Oh nee, Fleisch. Das wird dann wahrscheinlich noch jemand braten wollen. Danke. Ja, lecker. Wolltest du nicht die ganzen verwesenen Teile, die der Dinger mit sich rumträgt, hier irgendwo ablegen mal? Ja. Bietet sich fast an. Fehlen hat doch noch alles Mögliche, was man besser nicht essen sollte, weil man es absolut auch. Es ist so verwest. Unten bei Feen. Ja. In der Tasche. Ich habe schon gesehen. Es reimt sich. Da. Also. Verfault. Verfaulter, abgetrennter Fuß. Abgetrennter Kopf. Verfaulte, abgetrennte Hand. Alles verfault hier. Also die Leute, die das Spiel gemacht haben, müssen ja eine etwas seltsame Art von Fantasie haben. Da ist noch eine verfaulte Hand. Ich glaube, wir haben es. Oder siehst du irgendwo noch verfaulte Körperteile? Nee, ich sehe im Augenblick nichts. Nee. Gut. Auch wenn sie es jetzt abgelegt haben, werden sie auch noch eine ganze Weile danach riechen. Meinst du? Ja. Ist es wieder mitnehmen, ja? Ja. Einmal schnapp jetzt und du kannst es dann wieder mühselig dahin reinlegen, ja. Nein. Kann man doch nicht einfach so liegen lassen. Was ist denn diese gelbe Fahne? Baum der Ahnen, das ist der Baum der Ahnen, von dem sie alle sprechen. Ja. Furchtjungfer des schwarzen Rings. Des schwarzen Rings. Die wird wahrscheinlich unglaublich schreien. Uralte Schmiede. Uralte Schmiede, na, die müssen wir uns natürlich angucken. Mal sehen, wie man da hinkommt. Scheint einfach zu sein. Ein Silberbahn liegt hier einfach so in der Gegend rum.
Er scheint da eben Tagebuch aktualisieren und was Komisches, hat er gesagt. Also, die Geheimnisse der Blutmondente findet den Baum der Ahnen, haben wir schon gerade gesehen. Advokat, ist sowieso klar. Findet die Archive. Achso, in den Archiven der Insel finden wir vielleicht heraus, wie man mit dem Baum der Ahnen kommuniziert. Aha, ist doch gut zu wissen. Vielleicht mal die Archive finden, ja. Findet die Archive. Findet die Archive, ja. Und Metallarbeiten. Ja, das ist ja die Schmiede, wo wir jetzt sind. Finde heraus, was man in der Schmiede herstellen kann. Mal gucken wir ja mal. Können wir mal probieren. Dann können wir mal gucken. Was war das? Ach, ein verdorbenes Gelege, ja. Mensch. Ist doch was für Petrella. Ach, ist, das schon ist ja schon kaputt. Ja, hab das schon gehauen, das war schon. Na dann. The Great Forge is black with a soot of ancient work. Inside is a casting for an ornate handle, flecked with glittering bits of silver. Die Schmiede beladen. Ja. Wenn wir wüssten, was. Ein Eisenstück oder ein Silberstück? Da hat irgendwas von einem Silberstück gesprochen. Geschrieben, stand hier jedenfalls. Aber das werden wir ja wohl kaum hier finden. Wir können den Silberbahn, den wir gerade gefunden haben. Ja, das genau. Ist wahrscheinlich sowieso ein deutlicher Hinweis, der Silberbarren. Aber ist der hier? Eben, er müsste ja hier sein. Ist ja alles. Ja. Wie sieht ein Silberbarren aus? Wie ein Silberbarren halt so aussieht. Ach so, das ist ja ganz einfach. Na, guck mal in der zweiten Reihe, ob da irgendwas ist. Da ist ja so, nee, in der zweiten Reihe nicht. Zweite Reihe. Zweite Reihe, die du eben hattest. Jetzt ist es die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vielleicht die neunte Reihe. Ich habe keine Ahnung, aber gehen wir nach unten. Ja, die neunte sehen wir noch gar hier, nicht. Hier, da. Da ist doch ein Silberbarren. Ja, ja. Genau, den habe ich gemeint. Oh ja. Nice, I guess. I wonder what makes it useful. Wir können ja mal gucken, was ist denn das jetzt geworden? Hä? Ein Hebelschaft. Ja, dafür ist er wahrscheinlich ganz gut. Aha. Irgendwo werden wir wahrscheinlich eine Tür finden mit einem kaputten Hebelschaft. So ist es. Na gut. Kann man sonst noch was machen? The Great Forge is black with a soot of ancient work. Inside is a casting for an ornate handle, flecked with glittering bits of silver. Ach, ein Gussstück für einen verzierten Griff, ja. Gut, haben wir gemacht. Können wir weitergehen und gucken. Können wir, ja. Hier sind wieder so ein paar Galerttrichter, oder wie die heißen, diese Pilze. Dafür läufst du doch überall, also machst du riesige Umwege. Ich weiß zwar nicht warum, ich kann mir nicht entsehen, dass wir die jemals irgendwie benutzt hätten, aber wahrscheinlich sind die für einige Tränke ganz gut, oder? Ja. Schleim, ich glaube, dann lassen wir da. Oh, schön, Schleim. Schleim. Dann wird alles so schön schleimig im Rucksack. Wow. Ist doch toll, oder? Nee. Überall diese Gelege hier. Nicht so schnell, hier muss man immer gucken. Da war doch irgendwo was, oder habe ich mir das eingebildet? Nö, da. Da. Ein Gelege. Na da hinten ist auch was. Ja. Das ist wieder was, wo man reingucken kann. Ja. Da gibt es immer so schöne Sachen da drin.
nicht in den Nebel reinlaufen. Das könnte ungesund sein, Herr des Weilers. Hier gibt's wieder Kokons. Ein Kokon. Warum sind die nicht erreichbar? Ja. Die erzählen ja immer Sachen, ne? Also auch von der kommen sie heran. Nein. Ach. So, und hier sind Feinde. Na, endlich mal wieder Feinde. Ja. Das wird jetzt schon richtig langweilig. Endlich mal langweilig. Wieder ein bisschen Unterhaltung hier. Ja, vier Stück, fünf. Oh, endlich mal wieder eine Armee fast. Da ist eine Falltür. Naja, gut, einer mehr als vier. Nein. Na gut, dann gucken wir doch mal, was haben wir denn hier? Haru, Gurk. Hier, hörst du die interessanten Geräusche? Haruk? Haruk. Heißt der Haruk? Toter Schmerzweber. Was seid ihr denn? Ein Enrag, der Unheil, Enelrag, der Unheilvolle? Huld der Verfolger. Wir haben so tolle Bezeichnungen, Namen oder so. Quirinius, der Arglistige. Klingt nicht freundlich. Und da ist ein toller Hund. Wie heißt der Hund denn? Ach, der heißt wahrscheinlich... Den habe ich doch gerade vorhin angeguckt. Ach, der heißt Wo ist er denn jetzt? Der ist da jetzt. Ist er. Nein. Das ist, da ist er jetzt. Da ist er. Zack, wieder weg. Ja. Unruhiger Hund, Tier. Der Verfolger. Und das ist auch noch ein anderer Hund. Zwei Hunde haben wir hier. Also haben wir fünf. Was, Tür Nein. zur Ewigkeit? Ja, wir haben fünf. Fünf Feinde. Hier liegen ja schon ein paar Körper rum. Jetzt kommt der eine Hund. Macht euch ready. Für ihn. Auf Wo zum ist Gegenschlag. Er? Ach, der hat doch gar nicht er? Gebissen. Wie sieht der eigentlich überhaupt aus? Was ist das überhaupt für ein? Ja, du bist an ihm vorbeigelaufen. Das war jetzt. Das war jetzt besonders sehr schlau. Clever. Jetzt hat er sich nämlich gedreht. Jetzt hoffe, müsste Fane auf die andere Seite gehen. Ja, aber ich hoffe, das machst du nicht öfter. Boah, der ist gar nicht so klein. Natürlich nicht. Rennt er einfach an dem vorbei. Ohne ihn zu grüßen. Ja, ich habe in letzter Zeit öfter mal leichte Probleme. Womit? Mit dem Zielen. Aha. So, Bestie. Ja, kann nicht schaden. Kann nichts schaden. Ach nee, das ist ja nur eine Runde, ja. Ja, weiß ich ja nicht. Eine Runde, nee. Das schenkt bei uns. Der hat 120 zu 0. Nee, den wollte ich. Aha, klingt nicht so richtig gut. Das ist ein Blutsauger. Und? Blutspeichel, das klingt also... Das klingt nicht gut. Kann sie irgendwo günstiger? Nee, nee, ich meinst du ja. So aus. Nee. Hier nicht. Du kannst höchstens weit zurück, aber dann kann. Vielleicht da oben. Nee, da oben kannst du da nicht drauf. Ist da ja wobei in den Keller gegangen. Leider nicht. Ich dachte hier hoch oder so, aber nein. Geht das sieht nicht. Wirklich wieder so aus wie so eine Trapdoor. Ist auch eine wahrscheinlich, oder? Ja, ist eine. Bestimmt. Dann springen wir ein bisschen hoch. Müsste auch gehen. Hast du aber nicht geschossen, aber bist gesprungen. Ja, ja, ist ja gut. Was? Ja, den doch das ganz klingt, gut als ob der rülpsen würde, ja? Aber nicht ganz. Leben am Rand, Todesvierstand hat er gemacht. Naja. Feuer 40%. Ihr auch? Wäre mir unangenehm.
Nein. Nee, Wasserade. Ja, auch. Wahrscheinlich. Das ist genauso wie Wasserade, der andere. Wasserade, ja. Aber die der eine hier, der hohe, sind dieser von hier. Der gleichen das Sorte. Hat der ist nochmal ein anderer. Also. Hat Feuer 40. Zerachial, der Verfluchte, hat auch 40 Feuer. Ja. War schön. 360. Nicht so gut. 92, 120. Na, die sind, bis auf die beiden da hinten, sind sie eher magieanfällig. Dann mach mal einen Phönix. Ja. Einen ganzen Punkt, Mann. Ja. Prepare yourself. Oh, der beißt. Oh, Fein sieht gar nicht gut aus. Also er klaut ihnen eben die Rüstung. Ja. Sowohl als auch Rüstung. Ja, ja. Ja. Jetzt muss er sich mal gegen die wehren. Ach was. Wie kommst du denn darauf? Ja, sollte er. Gegen diesen hier, der da vor ihm steht. Nee, der bringt nicht so viel, wenn er den. Der hat nämlich noch gar nicht großartig was abgekriegt bisher. Nö, der ist noch ziemlich frisch. Death fog that got them? Something else. Ja, der ist auch nicht so leicht zu bekämpfen. Nicht mehr, schade. Nee, nee. Er hat nicht genügend nicht mehr. Aktionspunkte. Gut. Prinz. Der Prinz hat einen vor sich. Dann sollte er besser auch nicht so ohne weiteres. Schläft der eigentlich, der Vollmiss? Nee, das ist niedergeschlagen, aber ist gut. I'll yield to none. Ja, das bist du, aber du hast ihn nicht getötet. Wer geht nicht, es sei denn, aber... ja. Oh, oh. Mann, wo Fehlen schon so schlecht aussieht. Warum hast du ihn da hinten hingeschickt, so weg von uns allen? Weil er hier im Blitzlicht steht und der auch noch völlig frisch ist. Na gut, ist. Hat er zwei am Hals. Und der und hier ist magieanfällig und hatte reichlich physisch. Na gut, das wird er nicht überleben. Er ist zwar ein Untoter, deswegen weiß ich nicht, wie kriegt man denn den wieder zum Leben eigentlich erweckt? Überhaupt noch? Wie die anderen auch. Ja, obwohl er eigentlich ein Untoter ist. Im Grunde dürfte er ja gar nicht sterben. Ja, das, ja, eigentlich nicht. Aber. Der Bestie darf ja auch nicht weggehen. Wir müssen den hier alle machen, erstmal. Den Hund. Weil, wenn sie jetzt ganz alleine ist, das schafft sie ja nicht, Petrella. So dünn wie die angezogen ist. Der hat auch noch 370. Ja, ja, sag ich ja. Deswegen ist es denkbar das ungünstig. Ist alles, dass wir uns so auseinandergerissen haben. Ja. Also die Gruppe so auseinandergerissen haben. Okay. Na, irgendwas musst du machen. Ja, ja, ja. Ach Mann, Weg ist unterbrochen, stand da. Mann, ich drücke immer, bevor bei meinem Hirn angekommen ist, dass da irgendwas nicht funktioniert. Schön. Na gut. Ich konnte es nicht mal sehen. Also, die Schnecke geachtet. Lohnt sich ja nicht. Die meisten davon sind ja auch im Untergang. Tja, ich wüsste nicht, was ich hier noch groß machen sollte. Viel dann kann er ein bisschen spazieren gehen. Ja.
Das ist blöd. Nee. Petrella. Mann, vielleicht kann die wenigstens hier irgendwie schießen. Aber ja. Pass auf, dass es nicht auch unterbrochen ist bei ihr. Ja. Sie hat wieder. Okay. Können wir uns nicht leisten. Noch 400. Die sind viel zu stark. Und der hat. Mann. Kann man ja kaum anpeilen. Das sind zwei Stück. Ein von dem Mann wirst du ja wohl treffen. Das ist der Verfluchte. Nein, ist außer Sicht. Den hier will ich erstmal weg. Ja. Und für ihn ist auch noch verwesend übrigens, ne? Falls du es noch nicht bemerkt haben solltest. Unverkrüppelt. Ja, also ich habe es noch nicht gesehen, aber Wasser, Erde. Boah. Mann. Vielleicht klappt's. Schön. Ja. Es hat geklappert. Kriegt die nicht mehr, kriegt die. Nee, die kriegst du nicht, weil die so, ich weiß auch wirklich nicht, ich hätte nicht. Also egal, das ist wurscht. Weil auch die ganzen Sprüche, die wir haben, im Grunde dann manche Leute eben nicht erreichen. Es kommt der und haut, beißt ihn natürlich noch. Das stimmt auf jeden Fall. Das hat du ja nicht verdient. Abhauen. Wer? Was muss er machen? Kann er doch gar nicht. Ach, du meinst, dass er springen oder wie? Ja. Aber kann er das denn noch? Mal gucken, wo springt er am besten hin? Na, da wo er noch hin kann. Da kann er nicht über dein Ding hinweg. Na, nicht so nah an diesen anderen dran. So. So. Ist er noch verwesend? Natürlich, ja, aber ist noch eine verwesend. Runde. Du kannst nichts machen. Dann nützt ihm der Mückenschwarm nichts, nein, weil der schadet ihm nur. Ja, eben. Was war mit dem? Der war Feuer. Ja, Feuer. Naja, wir haben ja schon mal reingeguckt. Genau. Die haben Feuer. Ja. Oh ja. Na, der soll nochmal zurückspringen. Nee. Gut. Sie soll, hat ihn auf jeden Fall getroffen, das ist schon mal gut. Von ihm. Hm. Gut, mehr kann er im Moment nicht machen. Ja, aber das sind jetzt Fehler, die wir gemacht haben. Ich meine, die haben wir gemacht. Da haben wir nicht aufgepasst. So muss man halt aufpassen. Also die Kämpfe okay. Sind schon so, dass du im Grunde da keinen... Sag mal, der ist wieder voll. Ja. Der ist wieder voll bis zum Rand. Na, vielleicht haben wir ihn geheilt aus Versehen. Nee. Ich weiß ja nicht, was der hier ist gemacht. Der ist immun gegenüber verwesend und hat 40 Feuer. Ja. Vielleicht hat er noch nie, haben wir die noch nie getroffen vorher. Doch. Ja, ich weiß es nicht. Ah ja, egal. Auf jeden Fall haben wir noch den da hinten. Wir haben drei Stück. Und wir haben diesen. Und wir haben Fane, der nicht mal lange durchhält. Auf unserer Seite. Ja, aber wir haben er ist immer noch eine Runde verwesen, weil der die Zecke immer die hat wieder eine neue einschlagen. Runde verwesen. Ich glaube, die eins war schon weg. Ja, ne? Weg. Jedes Mal, wenn der ihn prügelt, dann ist er wieder verwesen. Das kriegst du, den kriegst du nicht. Nee. Boah. Ja, Quirus, der Arglistige, den geht's auch wieder besser. Der hat sich wieder. Ja. Aber jetzt ist, hat er irgendwas gemacht. Ist irgendwas passiert? Irgendwas repariert die immer wieder hier. Ja. Wenn ich wüsste, was. Aber irgendwas hat ihnen auch wieder was weggenommen. So, Petrella hat ja auch ihre keine Rüstung mehr, aber sie muss. So, jetzt ist Bestie aber erstmal dran. So, Bestie steht da hinten. Ja. Ziemlich weit weg. Deswegen sieht er noch halbwegs gesund aus. Da ist er.
schmeiß den erstmal ein Stück weg. Ja. Wenn der derjenige ist, hier der. Ins Feuer rein. Keine Ahnung, und dann. Auf immerhin haben wir, sind das nur noch zwei. Wir haben jetzt nur noch der einen. Der ist hin. Der eine muss auch da drauf. Nee, das ist der Hund, der noch da ist. Da ist noch der Hund. Ja. Ja, und der andere, der ist, glaube ich, durch die irgendwas ist. Der hat irgendwas gehabt. Aber das haben nicht wir gemacht, glaube ich. Irgendwie verträgt er irgendwas nicht, der andere. Der Aran ist ja wahrscheinlich gestorben. Komm, jetzt kann er dreimal sterben. Nein. Was war das denn? Rohrkrepierer. Ja, das ist aber kein Rohrkrepierer. Da haben wir irgendwie nicht beachtet, dass wir irgendwas. Hätte sie. War das Petrella? Ja. Na, da hätte sie wahrscheinlich springen müssen, um eine erhöhte Position zu haben. Also, weil er da unten ist. Das Ding ja. Oh. Unterhalb dieser Treppe. Ach, nein, schon wieder. Ja, schon wieder. Was war das denn jetzt? Wer hat das jetzt gemacht? Fane. Was hat er gemacht? Was wollte er machen? Das war Fane. Ja, er wollte den Hund treffen. Und mit was? Mit seinem Wurfmesser? Mit seinem Wurfmesser. Da kann er ihn wahrscheinlich gar nicht sehen, weil er unterhalb dort, ja, von hier aus müsste es vielleicht gehen, aber von dort aus ging es nicht. Das bringt das gleiche Problem wie bei Petrella. Aber ich glaube, man kann ihn ja ganz schlecht treffen. Kann ich nicht. Weil er genau. Kann ich nicht. Er kann nicht. Na, dann lass ihn halt. Ja. Prinz. Der Prinz dann. Und der soll dich draufstürzen. Ja. Das ist ja fast fertig, der Typ. Ach. Genau. Ja, die konnten ihn da von da oben. Da lag ja, diese Treppe, Kante hier, die Kante hier war es mal wieder. Genau. Es ist zwar nicht zu erklären, dass man von da oben nicht da drüber schmeißen kann, vor allen Dingen Wurfmesser. Aber ja, ist egal. Müssen wir aufpassen. Ist, wie es ist. Ah, das hat von Arx. Stadtführer von Arx. Wenn Arx genauso ist wie hier, dann wäre es bestimmt nett. Ja, doch. Bestimmt hübsch. Wie gut, du darfst jetzt in aller Ruhe plündern. Wenn du irgendwas findest, was gut ist und so, sagen wir es euch, sagen wir immer. Ne? Ja. Und dann tun wir es halt oft auch nicht. Deswegen. Aber wahrscheinlich ist es wie hier. Also wenn es wirklich gut ist, zeigen wir es euch schon. Na ja, immerhin mal. Ich glaube, hier können wir ein paar dicke Heiltränke gut gebrauchen. Wir haben die Zeit erreicht, deswegen die Ansprache. Wir sollten jetzt Schluss machen. Gut. Bis zum nächsten Mal dann, ja? Dann bis dann. Ciao. Tschüss.